Schönen Nachmittag. Also mein Name ist Johannes Toller und ich freue mich, heute hier öffnen zu dürfen und die Möglichkeit zu haben, meine Bachelorarbeit vortragen oder abbieten zu dürfen. Ich möchte gleich damit beginnen, ich möchte nicht allzu viel Zeit dafür verlieren. Schatten-IT, ich glaube, das ist vielleicht für jeden ein Begriff oder vielleicht auch nicht, aber irgendwie hat jeder damit schon damit zu tun gehabt. Es ist auf jeden Fall weit verbreitet, aber innerhalb von Unternehmen wenig diskutiert. Und meine Arbeit heißt eigentlich der Wirkungszusammenhang von betrieblichen IT-Richtlinien und Schatten-IT. So, das ist nur ein kurzer Abriss, eine Übersicht zur geschichtlichen Entwicklung von IT-Technologie allgemein. Das ist jetzt nur einen symbolischen Charakter. Ich möchte nur ganz kurz darstellen, dass sich eben die IT innerhalb von Betrieben und Organisationen entwickelt hat und dementsprechend Zustandsänderungen folgt und dass sich eben IT, die Architekturen entstehen meist durch langfristige Evolutionsprozesse innerhalb von Unternehmen. Und ich möchte das nur veranschaulichen kurz. Also, am Ende sind das beim Data Warehouse oder auch bei den fortgeschrittenen Management-Informationssystemen. Und das heißt, es gilt auch derzeit, dass die IT ein Geschäftstreiber für neue Geschäfte ist und für neue Geschäftsbereiche erschließen soll oder dazu in der Lage ist, was ja vorher nicht wirklich selbstverständlich war. Und die IT unterstützt und ermöglicht Veränderungen und Anpassungen und Erweiterungen entsprechende Unternehmensstrategie. Das bringt mich auch zum nächsten Punkt gleich, Stichwort IT-Richtlinien. Also die IT-Richtlinie leitet sich normalerweise von der Unternehmensstrategie ab oder sollte sich davon ableiten. Aber was sind jetzt eigentlich IT-Richtlinien? Wozu braucht man die? Also natürlich, ja, ganz ein wichtiger Punkt, die sind für Sicherheit, Performance, Zuverlässigkeit zuständig und müssen natürlich die organisatorischen Auflagen erfüllen und umsetzen. Das Problem dabei oder vielleicht Problem oder die Notwendigkeit dabei, die entstanden ist, also die Entstehung von IT-Richtlinien hat den Ursprung aus Gesetzestexten und dementsprechend gut kommen sie auch bei den Mitarbeitern an, sage ich jetzt mal. Das ist vergleichbar mit Verkehrsregeln, wenn man da jetzt davon ausgeht, dass man irgendwie eine Geschwindigkeitsüberschreitung begeht, ja, wenn es keiner sieht und nichts passiert, naja, kann man da ungefähr unten legen, wie sich jetzt die Leute in Betrieben verhalten, wenn es da irgendwelche Übertretungen gibt, betreffend der IT-Richtlinien. Was ist Schatten-IT? Ich habe jetzt zwei Definitionen rausgesucht. Also Schatten-IT sind IT-Lösungen, die in Fachabteilungen eigenständig eingesetzt werden und nicht vom IT-Service-Management betreut werden. Das heißt, letztendlich ist dann der Anwender oder derjenige, der das implementiert hat, selbst dafür verantwortlich, weil die IT weiß ja gar nichts davon. Und unter Schatten-IT fallen also alle diese Anwendungen, die ohne IT beschafft werden und nicht serviciert werden. Zur Legitimation meiner Arbeit, hätte ich noch gesagt, wäre der nächste Punkt ganz ausschlaggebend. Wie verbreitet ist Schatten-IT eigentlich? Ich habe da aus der Literatur zwei Dinge herausgeglaubt. Das ist eine Analyse in mehr als 30 Unternehmen, das war in Deutschland, von einer Mitarbeiterzahl von 2.000 bis 40.000, das geht schon im Konzernbereich. Und in diesen Bereichen wurden dann ungefähr 10-50% der Systemlandschaft von Schatten-IT abgedeckt, also speziell jetzt von Private-Cloud-Lösungen. Eine weitere Untersuchung von IT-Fachkräften oder auch IT-Führungskräften in Unternehmen mit ungefähr also über 100 Beschäftigten ist ein Anteil von 32% teilweise Nutzer von Schatten-IT und 12% also nutzen das wirklich umfangreich und gehen dann auch wirklich auf das Kerngeschäft auch ein. Wie entsteht Schatten-IT? Davon ausgehend, dass man natürlich Informationssysteme betreiben muss, gibt es ein paar Faktoren, die man berücksichtigen muss, das System, die Systemqualität, die Informationsqualität, die Benutzerzufriedenheit, der individuelle Einfluss vom Benutzer und, und der betriebliche Einfluss, also der organisatorische Einfluss und die Verwendbarkeit. Und es ist aber so, dass wachsende Unternehmen, also das ist ein Punkt, den ich auch selbst bei der direkten Beobachtung festgestellt oder evaluiert habe, es ist so, dass wachsende Unternehmen auch wachsende oder ansteigende Anforderungen an die IT mit sich bringt. Dadurch kann es natürlich passieren, dass die IT an die Auslastungsgrenzen kommt
Und wenn mehr Budget da ist oder mehr Manpower da ist, dann greift man eben zu Mitteln und sagt, ja, man schaut sich in der Landschaft um. Da gibt es Leute, die IT-affin sind und dazu kommt noch, dass man einfachen Zugang zu IT hat, wenn man Informationen ganz einfach aus dem Internet beschaffen kann, dass man auch diese Leute mit Kompetenzen versorgt, mehr oder weniger. Und dieser Zugang zu den Informationen, da gibt es die Angabeweise, da gibt es Untersuchungen, dass ungefähr 45% von Beschäftigten durch den Umgang im Internet ihren Job besser bewältigen konnten. Ein weiterer Punkt ist, dass natürlich diese Leute im privaten Umfeld sehr viel mit IT auch zu tun haben, eben weil es so einfach ist, heutzutage Informationen zu beschaffen und Systeme zu beschaffen. Es gibt viele Haushalte, die ein eigenes Netzwerk haben und das natürlich auch pflegen, da gibt es natürlich auch Informationen, wie man das macht oder was man falsch macht. Ich sage mal, da gibt es auch vielleicht gefährliches Halbwissen, das dann vielleicht in die Firma mitgebracht wird. Und das hat zur Folge, dass eben private Vorrichtungen in das Unternehmen einfließen und umgekehrt. Die Problemstellung, die sich daraus jetzt ergeben hat, ist, dass eben die Benutzer und die User eben die IT benutzen wollen, um produktiv zu sein. Und die IT möchte natürlich ein zuverlässiges System haben, ein sicheres System, ein skalierbares, und müssen natürlich auch die Auflagen erfüllen, die sie von der Geschäftsführung oder von der Organisation aufgedrückt bekommen. Wenn es natürlich aber ein User irgendeine Technologie entdeckt, die für ihn vorteilhaft erscheint und vielleicht auch günstig ist und der Organisation wirklich was bringen würde, aber die jetzt von Haus aus verboten ist, weil man eben in den IT-Richtlinien das sagt, das geht nicht, erzeugt natürlich ein bisschen Unmut bei den Mitarbeitern. Und dieser Zusammenhang wirkt sich natürlich direkt auf die Geschäftsprozesse dann auch aus. Die Ziele, die ich in meiner Arbeit verfolgt habe, also ich wollte herausfinden, welche Parameter jetzt wirklich wichtig sind oder wo die Punkte sind, wo man sagen kann, das sind ausschlaggebend für eine Koexistenz von IT-Richtlinien und Schatten-IT. Das heißt, man kann sich gegenseitig bereichern. Also, das klingt im Vorfeld ein bisschen komisch, weil IT-Richtlinien sind ja ziemlich strikt meistens organisiert. Aber das Ziel war eben, wie man so eine Richtlinie in Einklang bringen kann und möglicherweise eine Wertsteigerung daraus erzielen kann, aber auch gleichzeitig eine Befriedigung, also der Arbeitszufriedenheit, also zufriedenstellende Umstände für die Mitarbeiter. Meine Vorgehensweise war diese: Ich habe drei Arten von Datenhebungsmethoden angewendet. Einmal Dokumentenuntersuchung, ich habe mir IT-Richtlinien angeschaut und ich habe mir auch Dokumente, die zur Erstellung von IT-Richtlinien genommen werden, angeschaut. Dann habe ich Interviews geführt mit Leuten, also sowohl mit IT-Fachkräften als auch mit Fachbereichsmitarbeitern. Und durch meine direkte Beobachtung habe ich dann auch Einblicke in die Lebenswelt in den Umgang mit Schatten-IT bekommen. Auswertung ist dann, also das Produkt von diesen Erhebungen waren natürlich dann qualitative Daten. Und diese Daten habe ich dann anhand einer Häufigkeitsanalyse analysiert. Also die Themenpunkte, die aus dieser Analyse herauskristallisiert waren, sind das. Es waren einige Punkte, manche waren irgendwie absehbar, manche waren weniger absehbar. Und ich habe die jetzt der Reihe nach angeführt in absteigender Reihenfolge. Das heißt, dieser Punkt, der am meisten aufgescheint ist, kommt zuerst. Das heißt, der erste Punkt ist die Kommunikation. Das ist der persönliche Kontakt. Also das werden von allen Teilnehmern und von allen Bereichen mehr als einmal erwähnt worden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man eben nicht nur den IT über Ticketsystem betreibt und den persönlichen Kontakt, also die persönliche Komponente dann wegfallen lässt. Das hat ganz starke Auswirkungen auf das Auftreten von Selbstständigmachen, von Auftreten von Schatten-IT. Ein weiterer Punkt war, dass man gern hätte, dass man die Bedarfe in den Fachbereichen erhebt. Das war auch von beiden Seiten, aber das ist nicht immer leicht, nicht immer möglich, wenn man nicht wirklich die notwendigen Ressourcen dafür hat. Ja, und es ist ja so, dass
manchmal auch zusätzliche einzelne Vereinbarungen getroffen werden mit Mitarbeitern, die dann aber irgendwie untergehen und zu anderen Mitarbeitern nicht kommuniziert werden. Und auch dafür gibt es eine Lösung, die wird dann nachher noch angeführt, wie man das am besten macht. Auf jeden Fall ist einmal Kommunikation der größte Punkt, der größte Schwerpunkt. Der nächste Punkt war dann der Zeitkostenfaktor, der vor allem von der IT-Seite gekommen ist. Die Leute, die in den Fachabteilungen arbeiten, die und auch dafür sind, der IT da unterstützt und auch eine gewisse Ausprägung in diese Richtung mitbringen, die entlasten natürlich die IT. Das Problem ist nur, dass man halt dann, dass es vielleicht zu selbstständig wird und ein Sicherheitsproblem bekommt oder eine Kompetenzüberschreitung. Und durch die steigenden Applikationen steigen auch natürlich dann die Wartungs-, Betriebs- und Serviceanforderungen und der notwendige Aufbau von Kapazität oder von Personal muss dann natürlich auch gegenüber dem Betriebsführung vertreten werden. Die IT sucht dann natürlich immer nach kostengünstigen Lösungen, aber für den User ist das manchmal nicht wirklich genug oder nicht ausreichend. Der nächste Punkt, der aufgekeimt ist, war die Kompetenz der Anwender. Eben durch diesen leichten Zugang und durch den Verlust, ich sage mal, nicht nur sagen Angst vor der unbekannten Technik, aber man ist offener gegenüber solchen Systemen geworden, wenn man sie auch von zu Hause kennt, mehr oder weniger. Wenn es wirklich Kompetenz aufkeimt, dann ist das schon eine Chance für den IT, für die IT-Abteilung, da ein bisschen Ressourcen einzusparen, sage ich mal. Der nächste Punkt ist diese Diversität von Anwendungen. Also ganz sinnvoll ist es auch, wenn man Anwendungen erhebt und proaktiv auf die Mitarbeiter zugeht und einen Katalog erstellt und sich dann ausmacht, oder dann draufkommt, so eine Anwendung gibt es schon, so ähnliche, die braucht man vielleicht nur leicht adoptieren, einen Servicekatalog erstellt und diese Anwendungen irgendwie zusammenlegt. Da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, die Bereitschaft zur Anpassung an neue Technologien. Also die Unternehmen selbst, was ich so rausgehört habe aus den Aussagen, da tragen die Unternehmer selbst eher diese neue Technologie in Richtung Kunden. Also gehen den Weg, dass eigentlich neue Technologien schon, aber nicht intern, sondern eher mehr zum Kunden. Und die interne Abteilung, ich sag mal, verhungert oder wird durch, also die interne Wertsteigerung wird da nicht wirklich erkannt. Da gibt es vielleicht Potenzial, auch hinsichtlich der Unternehmensführung. Und die Notwendigkeit von Anwendungen, das habe ich vorher kurz erwähnt, es kann sein, dass jetzt ein Kunde, ein Lieferant oder was auch immer, auftritt und sagt, ich möchte jetzt meine Daten ausschließlich über diese Anwendung kommunizieren. Da war ein Fall zum Beispiel gehabt, der wollte unbedingt die Dropbox benutzen. Und die Firma hat das aber eigentlich nicht unterstützt. Jetzt hat dieser eine Mitarbeiter, der mit dieser externen Firma kommuniziert hat, das alles natürlich unter der Hand gemacht, also als Schatten-IT-Anwendung im Prinzip. Und die Gefahr war jetzt eben, dass der Kunde dann sagt, ja, wenn du das nicht machst, dann muss ich mir einen anderen Kunden suchen. Ein weiterer Punkt ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das ist eigentlich auch oft mal vorgekommen. Da geht es um Punkte wie Mitspracherecht oder Transparenz bei Entscheidungen oder den Hintergrund von Entscheidungen. Das Messen mit unterschiedlichen Maßstäben und das Vorbildverhalten von Vorgesetzten. Wenn jetzt natürlich der Vorgesetzte zu einer IT-Technik sagt, er hätte gerne irgendeine Anwendung, dann wird das vielleicht leichter durchgehen als beim normalen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, und der wird dann fragen, warum das bei dem geht und bei mir nicht. Der Einfluss von Schatten-IT auf die Wertsteigerung. Das ist ein bisschen ein heikler Punkt, das kann man so und so betrachten. Also es hat natürlich Auswirkungen, also im negativen Sinn, wenn das IT-Personal ans Begrenzungslimit kommt. Und es kann durchaus passieren, dass dadurch auch Prozesse oder irgendwelche neueren Projekte, die da anstehen, nach hinten gereiht werden. Also ich habe da mit einer Führungsperson auch gesprochen und gesagt, also wir hätten zwar wesentlich viel zu tun für die IT-Abteilung, aber wir müssen die Prioritäten verschieben. Und manche Projekte, die wir eigentlich schon dieses Jahr machen wollten, müssen wir jetzt 1-2 Jahre nach hinten schieben. Also da hat es schon sehr großen Einfluss. Zusammenfassend zu sagen,
der Zugang zur Schatten-IT ist abhängig von persönlichem Interesse und von Bewusstsein, aber gar nicht in erster Linie von den IT-Richtlinien selbst. Ja, die Mitarbeitenden haben den Wunsch nach Informationen, nach Einblicken, nach Hintergrundinformationen, wie es in der Zukunft ausschaut, wie die informationstechnologischen Belange in Zukunft ausgeführt werden. Und entscheidend ist die Kommunikation, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und um dem Ganzen entgegenzuwirken, ist es wirklich sinnvoll, wenn man von der IT-Abteilung jetzt proaktiv zu Mitarbeitern geht und bevor noch irgendwie was aufkommt, irgendeinen Bedarf, und dass man auch sensibilisiert die Leute, dass die einen auf einen zukommen, wenn es irgendein Problem gibt, und den persönlichen Kontakt aufrechterhält. Und als die drei wichtigsten Faktoren oder Treiber zum Zusammenleben für die Koexistenz von IT-Richtlinien und Schatten-IT, das sind Ressourcen, Wertsteigerung und Zufriedenheit. Also das ist natürlich abhängig von der Budgetierung. Ich sage jetzt mal, also wenn man keine Ressourcen hat, kann man auch den Wert nicht steigern. Es wird auch keine Zufriedenheit geben. Als möglicher Lösungsansatz ist es so, dass die IT-Abteilung als Abläufe über die Abläufe in den Fachabteilungen informiert ist, und zwar auf einer kollegialen, kommunikativen Basis. Die Bedarfe sollten katalogisiert werden und Lösungen gemeinsam ausgearbeitet werden. Letztendlich dann in Abstimmung mit der Geschäftsleitung. Und am besten wäre es natürlich, wenn man dann einen Punkt im Budget hätte, also einen Budgetplan hätte, wo sich das behandeln lässt. Und was noch ganz sinnvoll ist, ist der Vergleich mit anderen Unternehmen. Also wie machen die das, was können wir uns da abschauen, was machen die gut, was machen die schlecht. Als Fazit kann man dann sagen, dass Schatten-IT sowohl als Risiko und als auch Chance betrachtet werden kann, wenn man es richtig macht, mit diesen vorher aufgezählten Parametern, und sich durchaus Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben können für den operativen Betrieb und auch eben für das Personal, für die Angestellten eine gewinnbringende Bereicherung darstellen kann. Ja, soweit einmal von mir, wenn es noch Fragen gibt. Entschuldigung? Nein, hier im Haus nicht. Ich habe es von der Energiepolitik und der Führungskraft und ja, also aus Wirtschaft und Industrie, auch aus Sozialwesen und also aus der Wirtschaft, Firmen, Unternehmen. Okay, danke. Was haben Sie für einen Eindruck gehabt in der öffentlichen Branche, dass wenn ein Mensch Schatten-IT eher eine Rolle spielt und nicht jeder? Das kommt auf die Ausstattung der IT-Abteilung, sagen wir jetzt mal, an. Also wenn die IT-Abteilung, also ich habe einen Fall gehabt, aber die IT-Abteilung zentral in einer Firma untergebracht und da ein Nebengebäude, das weiter weg war, das hat zwar auch IT-Betreuung gebraucht, aber beides nicht so gut betreut wie das Stammhaus, sage ich jetzt mal. Die leiden natürlich darunter und suchen sich schon eigene Lösungen. Das ist eher für solche Faktoren abhängig. Ja, also der Kontakt ist, also dieser IT-Administrator, der ist vielleicht nur einmal in zwei Wochen dort vor Ort, ne? Und der schaut dann nach den Rechten und der ist dann natürlich belagert. Ne? Und also in diesen Firmen vor allem. Ja. Gut, Dankeschön. Ganz herzlichen Dankeschön. Dank.